Moin Leute und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Vlog. Heute zeige ich euch mal meinen neuen Komposter, den ich in Zukunft nutze, um meinen Kompost fein gesiebt auch in die Schubkarre zu bekommen, denn der hat eine relativ spezielle Funktion, aber zeige ich euch jetzt mehr zu. Und schaut mal, ich habe es schon fast an die richtige Stelle gestellt. Hier haben wir das gute Teil, kommen wir mal zu den Fakten. Durch die massive Bauweise hat er natürlich ein bisschen Gewicht und kam dementsprechend mit der Spedition geliefert auf Palette. Das hat aber super geklappt und jetzt schauen wir uns mal die Details vom Kompost an. Der Kompost ist von der Marke Belissa. Er ist einmal ein Meter in der Breite, also ein Kubikmeter am Ende, besteht aus Stahl seitlich mit Hölzern und ist zum Rostschutz komplett Zink-Aluminium verzinkt. Der Komposter hat 5 Jahre Garantie gegen Rost, also sprich hier die verzinkten Stellen, aber ich denke, er wird auch noch deutlich länger machen. Und das Praktische ist, in 10 Minuten habt ihr das Ding aufgebaut, denn der hat hier ein einfaches Stecksystem, das heißt an der einen Seite sind immer Pinne und an der anderen Seite ist dann die passende Nut dazu, die steckt man einfach ineinander an und schon steht er. Hier könnt ihr das nochmal aus der Nähe sehen, einfach den Pin durch das Loch und schon ist das Ganze fest. Und eine weitere Sache, die ich super smart gelöst finde, ist die Seitenverteilung der Bretter. Also zum einen sind die ja in Schräglage nach oben, sodass natürlich das Material von innen hier nicht rausfällt. Aber das zweite ist, sie sind hier in Schienen eingesetzt. Das heißt, ich kann so ein Brett hier auch einfach rausnehmen, wenn ich dann an meinen Kompost dran muss. Das heißt, wenn ich nicht von vorne dran komme oder ich will hier hinten mal was klären, dann kann ich einfach das passende Brett entnehmen. Oder wenn mal eins kaputt ist oder weggerottet ist, dann kann ich einfach neue einsetzen und fertig. Denn klar, Holz ist ein Naturmaterial, die geben irgendwann mal nach, feuchten durch und, aber das ist kein Problem. Dann holt man sich halt in 5 bis 7 Jahren einfach mal ein paar neue Bretter und schon ist das Ding wieder einsatzbereit. Insgesamt ist der Komposter extrem robust gebaut. Sogar hier unten nochmal eine extra Verstrebung durchgezogen, damit das auch alles hält. Denn es kann natürlich einiges an Gewicht auf die Seitenwände zukommen, je nachdem, mit was ihr ihn füllt. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Clou davon. Natürlich kann man hier oben jetzt einfach sein Material reinwerfen, vernünftig schichten. Wie man Kompost richtig schichtet, werden wir in einem anderen Video nochmal genauer klären. Aber hier vorne ist ja das Gitter installiert mit einer passenden Kette, so dass man es runterlassen kann, eine Schubkarre drunter schieben kann und das Ganze dann durchsieben kann. Aber es gibt noch eine weitere Funktion und die zeige ich euch jetzt mal. Wenn man jetzt das vordere Gitter runterklappen möchte, dann sind hier seitlich die Streben. Die klappt man einfach um. Eine links, eine rechts. Und schon könnt ihr das Gitter nach vorne klappen, was dann mit der Kette gehalten wird. Jetzt ist das natürlich ein bisschen tief, aber das ist kein Problem. Hier vorne ist ein Karabinerhaken. Das heißt, ihr könnt die Kette dann selber kürzen, indem ihr das einfach umhängt, wie ihr es haben möchtet. Und eine weitere Funktion des Komposters kommt meinem anderen Kompost zugute. Ich zeige euch das mal. Wir gehen mal in meine Kompostecke rein, die mittlerweile eher ungepflegt aussieht. Aber deswegen haben wir ja das neue Gerät. Aber hier haben wir einfach unseren Haufen drauf. Im Haufen ist das Ganze natürlich immer ein bisschen unpraktisch. Quadratisch praktisch gut, wie der neue Komposter ist, wird sich das da drin gut machen. Aber ich habe ja schon fertigen Kompost oder man hat vielleicht zu Hause noch einen zweiten oder einen dritten. Und da kann man das Gitter auch mit einsetzen und ich zeige euch jetzt wie. Dadurch, dass das nämlich auf dieser Seite auch einfach das Stecksystem ist, können wir das vordere Gitter hier rausholen und aufklappen. Das heißt, wir haben jetzt praktisch unseren offenen Kompost mit der offenen Tür, aber jetzt können wir da was Besonderes mitmachen. Ich könnte jetzt nämlich, wenn der Komposter an seiner eigentlichen Stelle steht, das Ganze so aufklappen, zur Seite fahren und jetzt hier von der Seite aus meinen anderen Kompost dort einfach durchsieben. Oder Rasenschnitt, Holzhackschnitzel und andere Sachen. Immer wenn ich halt Grobes vom Feinem trennen will, kann ich einfach die Tür öffnen, das Sieb mir wieder umklappen, wie ich es brauche, in der Höhe passend anpassen und dann auch meinen anderen Kompost oder die Materialien, die in den Kompost rein sollen, einfach vorsieben. Hier seht ihr das Ganze nochmal im Ganzen. Natürlich muss die Kette ein bisschen höher gezogen werden, aber ich könnte jetzt von hier oder von der Seite meine Materialien da drauf werfen. Das Feine fällt durch und dann kann ich zum Beispiel die grobe Schicht nach unten tun, wie man es beim Kompost ja auch machen würde. Und dann mit feinem und grünem Material immer wieder mischen, bis er irgendwann voll ist. So haben wir hier von Belissa auf jeden Fall ein smartes Kompostsystem. Nicht nur den Standard-Komposter mit austauschbaren Hölzern, das heißt extrem langlebig, sondern auch noch passend das Gitter dazu, was dann auch noch wegklappbar ist, wodurch ich meine Materialien vorsieben kann oder den fertigen Kompost hinterher durchsieben kann. Einfach direkt in eine Schubkarre und dann ab auf die Beete, denn dafür ist es ja da.
Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, lasst ihm natürlich gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, damit wir uns in den nächsten Videos wiedersehen. Ich verlinke euch hier noch weitere Tippvideos und natürlich auch den Gartenrundgang. Da könnt ihr nochmal das große Ganze sehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.